Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich freue mich heute besonders, Oliver Tappe im Gespräch zu haben. Oliver ist Outreach-Trainer, Yoga-Instruktor und Tourguide. Oliver ist Hemisync-Spezialist und er ist überzeugt, dass Hemisync eine bedeutende Lebenshilfe sein kann, die für jeden Nutzer zahllose Anwendungsmöglichkeiten bietet. Oliver, schön, dass du heute hier bist. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Ich habe es eben in der Einleitung schon kurz erwähnt. Bei dir geht es hauptsächlich um das Thema Hemisync. Super spannendes Thema. Ich selbst benutze es seit Jahren fast täglich und freue mich, dass ich heute mal wirklich einen Experten habe, der mir auch ein bisschen die Hintergründe erzählen kann und vor allem auch den Zuschauern vermitteln kann, welche, ja, wie du schon gesagt hast, welche fantastischen Möglichkeiten damit verbunden sein können. Möchtest du vielleicht kurz zu deiner Person und wie du zu dem Thema Hemisync gekommen bist, eine kleine Einleitung geben? Ja, gerne. Ich bin vor 16 Jahren mit dem Monroe-Institut zusammengekommen durch meine damalige journalistische Tätigkeit. Ich habe als Fernsehjournalist in den USA gearbeitet und hatte die Bitte, ein Stück über Hemisync und das Monroe-Institut, was das Patent auf Hemisync hält, zu produzieren. Und da bin ich sehr neugierig geworden. Das journalistische Stück ist nie zusammengekommen, weil damals einfach die technischen Möglichkeiten nicht gegeben waren, etwas darzustellen, was sich ja im Nicht-Physischen oder im Kopf eines Menschen abspielt. Aber nichtsdestotrotz habe ich für mich eben diese Methode entdeckt und arbeite eben seit 16 Jahren mit Hemisync, bin seit 9 Jahren aktiver Trainer in Deutschland und in den USA. Wunderbar. Wie gesagt, ich bin persönlich schon begeisterter Hemisync-Nutzer. Kannst du aber für alle Leute, die das jetzt das erste Mal hören, nochmal eine kleine Einleitung geben, was Hemisync genau ist, was es mit dem Monroe-Institut auf sich hat und wie das alles zusammenhängt? Hemisync ist eine Audiotechnologie basierend auf sogenannten binauralen Schwingungen. Binauralen Schwingungen kommen zustande, wenn das menschliche Gehör von einer Seite mit einer Tonfrequenz geschaltet wird und von der anderen Seite mit einer minimal differenzierten anderen Tonfrequenz. Um das vereinfacht auszudrücken, gibt es eine Art Irritation im Gehirn und das Gehirn versucht es auszubalancieren. Dadurch werden beide Gehirnhälften stimuliert und es kommt zu einer hemisphärischen Synchronisation. Okay. Kurz eben der Name Hemisync für Hemispheric Synchronization. Okay. Geschichte dahinter geht auf einen Mann zurück mit dem Namen Robert Monroe, der in den 50er Jahren eine spontane außerkörperliche Erfahrung, Out-of-Body-Experience hatte und sein Leben der Forschung dieser Phänomene gewidmet hat und in diesem Zug auch dann später ein Institut gründete, was bis heute existiert, in den Blue Ridge Mountains in Virginia mit dem Namen The Monroe Institute. Und dort kann man Programme belegen, die unter der Zuhilfenahme von Hemisync durchgeführt werden, um verschiedene Bewusstseinszustände stabil und lange zu halten. Okay. Kannst du mir kurz sagen, wie sind die Leute beim Monroe-Institut auf so etwas gestoßen? Was ist so der Hinter- oder der Forschungsgedanke von diesem Institut, dass man sich mit sowas beschäftigt? Der Robert Monroe, muss man verstehen, hatte keine Möglichkeiten, da es in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts kein Internet gab, sondern nur die lokale Stadtbücherei, irgendetwas über seine Geschehnisse, die mit ihm passierten, herauszufinden. Und seine außerkörperliche Erfahrung, die kann, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, traumatische Auswirkungen haben, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Und deshalb hat er sein Leben der Forschung gewidmet und ist durch einen Physiker namens Thomas Campbell letztendlich auf das Phänomen, oder nicht Phänomen, aber auf die binauralen Schwingungen gestoßen und hat sich dann damit auseinandergesetzt. Man muss vielleicht auch wissen, dass der Robert Monroe ein Radioproduzent war seiner Zeit, der größte in den USA und sehr viel auch mit Tonfrequenzen schon zu tun hatte und deshalb nicht ganz fremd war der Thematik gegenüber. So hat er angefangen zu forschen und letztendlich ein Produkt entwickelt, was sehr ausgeklügelt ist und über 50 Jahre hinweg auch immer weiterentwickelt wird.
Ja, man muss sich das vorstellen wie eine Art Baumkuchen aus vielen, vielen Frequenzen, die im Gehirn zusammenkommen und ja, ganz gezielte Effekte stützen. Ich wollte gerade fragen, was sind denn diese Effekte? Oder du hast vorhin von Frequenzen gesprochen. Kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, welche Frequenzen unser Gehirn produzieren kann, für welche Situationen diese Frequenzen sinnvoll sind? Und ja, sowas. Das menschliche Gehirn hat in einem normalen 24-Stunden-Tagesrhythmus die Kapazität, eine sehr breite, ja, einen sehr breiten Fächer von Gehirnwellentätigkeiten zu durchlaufen. Mhm. Das fängt beim Tiefschlaf an. Da kann man fast sagen, also einem todesähnlichen Zustand fast, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen angsteinflößend anhört, aber wenn unser Körper komplett schläft, unser Geist ruht, dann sind wir in einem Delta-Zustand, in einem tiefen Delta-Zustand. Darüber gibt es dann den Theta-Zustand, der mit tiefen meditativen Erfahrungen in Zusammenhang steht, tiefen entspannte Zustände. Dann gibt es den Alpha-Zustand, da ist man ein bisschen wacher. Das sind kreative Phasen, die wir durchlaufen. Sehr vertraut damit sind Künstler, Musiker zum Beispiel. Leichte Entspannung findet man im Alpha-Bereich. Der Beta-Bereich wird dem Wachzustand, dem Wachbewusstsein zugeordnet. Und darüber gibt es dann noch den Gamma-Zustand, der mit mystischen Erfahrungen oder hochkonzentrierten Phasen verbunden wird. Mhm. Wenn du das so beschreibst, würde ich annehmen, dass nicht alle Menschen bis jetzt alle Zustände überhaupt erfahren haben. Kann man das so sagen oder ist das ein Auf und Ab, dass man das durchläuft? Das ist ein Auf und Ab und jeder dieser Zustände ist ein natürlicher Prozess, der fast von jedem Menschen in einem 24-Stunden-Rhythmus berührt wird. Also jede Frequenz im Prinzip, wobei es bei den Gamma-Wellen nicht unbedingt gegeben ist, sage ich mal. Die möchte ich jetzt ein bisschen vorne vorhalten, weil es gibt da verschiedene Menschen natürlich und jeder übt andere Tätigkeiten aus. Ein Wissenschaftler beispielsweise, der sehr hoch konzentriert arbeitet, ist wahrscheinlich eher im Gamma-Bereich zu finden über seinen Tagesrhythmus hinweg als ein Musiker, der stundenlang Geige spielt. Ne? Okay. Sind es einer traditionellen Meditation, in welchen Zustand erreicht man da, wenn man das so verallgemeinern kann? Gibt es da? Das wage ich gar nicht zu verallgemeinern. Man muss das natürlich messen. Dafür gibt es Gerätschaften, die Gehirnwellen aufzeichnen können. Aber Fakt ist, dass diese Art von tiefen und stabilen meditativen Zuständen ohne die Hilfe von Hemisync nur schwer zu erreichen sind, wenn überhaupt, und vor allen Dingen über einen stabilen, längeren Zeitraum gar nicht zu halten sind. Dazu gehört dann wirklich jahrelanges Meditationstraining, nenne ich das jetzt mal. Und wir können das mit Hemisync sehr schön unterstützen. Und ich sage ganz bewusst unterstützen, denn Hemisync manipuliert nicht, es stützt in der Absicht. Und es erlaubt eben dem Anwender sehr schöne und tiefgreifende Erfahrungen zu machen. Mhm. Du hast gerade Meditationserfahrung angesprochen, also kann ich auch bestätigen, es war auch meine Erfahrung, nachdem ich sag mal, das traditionelle Meditieren mit Gedanken loslassen bei mir nicht unbedingt Anklang gefunden hat, war ich bei meiner ersten Hemisync-Erfahrung super schnell in einem meditativen Zustand. Und bin auch damit wirklich um einiges, ich sag mal, besser gefahren als jetzt, ich sag mal, die traditionellen Yoga-Meditationen. Kannst du uns nochmal vielleicht auch für die Leute, die es noch nie erfahren haben, du hast gemeint, Kopfhörer rein und dann kommen Frequenzen und oder wird da noch irgendwas gemacht oder gehe ich einen meditativen Prozess durch oder wie läuft sowas genau ab bei diesen Sitzungen? Ja, das liegt so ein bisschen an der Absicht des Anwenders. Es gibt verschiedene Hemisync-Produkte, die verschiedene Absichten unterstützen, sage ich mal. Zum einen viele geführte Meditationen, ganze Serien, die bestimmte Prozesse erlauben. Zum Beispiel der Fokus 10. Robert Monroe hat seine
ja, seine Arbeit sehr schön wie eine Art Landkarte zusammengefügt, damit wir als Anwender später Anhaltspunkte haben, wo befinde ich mich eigentlich, wenn ich in so einen Zustand gehe. Und der erste wirklich konkrete Zustand, den er definiert hat, ist der sogenannte Fokus 10. Der Körper schläft, der Geist ist wach. Das ist schon ein recht tiefer meditativer Zustand, wo das physische Körpergefühl komplett ausgeschaltet wird, der Geist aber hellwach sein kann. Anders jetzt vielleicht als in klassischen meditativen Ansätzen versucht man in diesem Fall nicht unbedingt den Geist leer zu bekommen, sondern die Wahrnehmung zu steigern. Zu schauen, was passiert eigentlich, wenn ich in so einem Zustand bin? Ändert sich meine Wahrnehmung? Wie kann ich meine eigene Wahrnehmung auch ausbauen? Was bin ich für ein Wahrnehmungstyp? Also es ist eher eine aktive Angehensweise an das Thema Meditation. Wobei man auch sich tatsächlich einfach zurücklehnen kann und sagen kann, okay, ich nehme ein Produkt, was keine verbale Begleitung hat, sondern vielleicht nur Musik im Hintergrund oder sogenannten Pink Noise, das ist nur ein leichtes Rauschen, und dann widme ich mich der Stille. Ja. Ich glaube, da ist auch heute schon ein Riesentrend entstanden. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht nur vom Monroe-Institut, aber also wenn ich auf YouTube schon binaturale Beats eingebe, dann kriege ich alle möglichen Musikstücke, Meditationen. Ich habe sogar schon mal eine App gesehen, mit der man irgendwelche Frequenzen basteln kann. Also das Thema scheint schon ein bisschen breiter zu sein. Aber du hast vorhin auch angesprochen, das Monroe-Institut scheint eines der wenigen zu sein, die das wirklich über die Jahre ausgebaut haben. Ja, also ganz wichtig dazu zu erwähnen ist, dass das Monroe-Institut wirklich über Jahrzehnte lang diese Technologie erforscht hat, angewendet hat, die Effekte studiert hat. Es gibt also viele, viele Studien auch. Mhm. Und dass man das Produkt Hemisync nicht vergleichen kann mit, sage ich mal, ganz normalen Binaural Beats, binauralen Schwingungen, die man sich im Internet entweder über YouTube anhört oder über einen sogenannten Generator auch selber zusammenstellen kann. Wie ich anfangs schon erwähnte, hier handelt es sich um einen Baumkuchen. Das sind Geschichten, das ist sehr, sehr ausgeklügelt und das kann man nicht so einfach nachahmen. Was auch zu beachten ist bei den Sachen, die man so allgemein im Internet findet, ist, wer steckt dahinter und was ist die Absicht von demjenigen, der solche Produkte auf den Markt bringt? Denn in einem meditativen Zustand ist man natürlich auch sehr offen für subliminal messages. Das heißt, unter Umständen wird man dort mit Informationen gefüttert, die man gar nicht haben möchte in seinem Gehirn. Also ich werde sehr vorsichtig, weil ich auch schon einige Menschen erlebt habe, die da sehr seltsame Erfahrungen gemacht haben. Okay. Wenn du von den Produkten des Monroe-Instituts sprichst, ist das ein meditatives Musikstück oder gibt es mehrere für verschiedene Zustände oder was wird dort alles abgedeckt? Ja, es gibt zum einen geführte, verbal geführte Meditationen und Meditationsserien, die aufeinander aufbauen, sowie auch die Workshops und Programme am Institut selber. Dann gibt es Metamusik, das sind Musikstücke zwischen 30 und 60 Minuten lang, die mit Hemisync-Frequenzen unterlegt sind, und um einen Entspannungszustand zu fördern. Dann gibt es aber auch sehr praktisch anwendbare Produkte, die eine Art Selbsthypnose erlauben, einen Prozess einleiten, in dem man sich zum Beispiel selbst umprogrammieren kann, schlechte Angewohnheiten abstellen, rauchen vielleicht aufhören oder auch anfangen, wenn man möchte. Also das Schöne ist, man hat selber die Kontrolle in Anführungsstrichen und muss sich nicht auf jemand anderen verlassen, sondern man übernimmt selbst die Verantwortung und hat ein Werkzeug zur Hand, das sehr effektiv ist und sehr spannend sein kann. Das macht natürlich jetzt neugierig, wenn du sagst, man kann damit seine Angewohnheiten verändern. Ich kann auch von mir nochmal sprechen. Also ich habe damals während des Studiums hatte ich ein Buch gefunden zum Thema Superlearning. Und da war das erste Mal von Hemisync die Rede. Ich habe das dann damals immer benutzt, um einfach besser lernen zu können. Und es hat wirklich fantastisch gewirkt, muss ich sagen. Also meine Noten sind um einiges besser geworden, als ich angefangen habe, mit Hemisync zu lernen. Und von daher kann ich darüber nur Positives berichten. Bei dir, oder du hast eben auch von Seminaren gesprochen. Was macht man denn auf so einem Seminar? Ist das dann eine Gruppenerfahrung oder
Was wird dort gemacht? Ja, sowohl eine Gruppenerfahrung als auch eine sehr persönliche Erfahrung. Die Seminare sind so strukturiert, dass sie in einer Gruppe stattfinden. Allerdings hat jeder Teilnehmer seinen eigenen Kopfhörer. Und am Monroe-Institut ist es auch so, dass jeder seine eigene kleine Kammer hat, eine sogenannte Check-Unit, in der er seine Übungen macht. Wenn ich jetzt Workshops gebe in Deutschland, dann findet das meistens in einem Gruppenraum statt. Und da liegen die Leute auf Matratzen und haben Kopfhörer auf. Und dann wird einem Übung anmoderiert, die Absicht erklärt und am Ende besprochen und den Teilnehmern möglichst auch so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen zu teilen und zu lernen von den Erfahrungen, die andere gemacht haben. Genau, und da gibt es verschiedenste Ansätze. Viele Menschen, die mit Hemisync in Berührung kommen, haben die Bücher von Robert Monroe gelesen und sind sehr an außerkörperlichen Erfahrungen interessiert. Andere gehen weiter und sind vielleicht am Thema Jenseits und Jenseitskontakte interessiert, da gibt es Programme. Und wieder andere vielleicht auch ganz praktisch an Manifestationen, wie kann ich mein eigenes Leben in Bahnen lenken, die ein bisschen produktiver sind und vielleicht auch Ergebnisse erzielen, die ich sonst vielleicht nicht unbedingt so einfach erziele. Mhm. Du hast eben ziemlich viele spannende Wörter benutzt. Vielleicht auch nochmal zu deiner Bezeichnung. Du bist sogenannter Outreach-Trainer. Du hast eben Out-of-Body-Experience genannt. Was kann man sich darunter vorstellen? Also Outreach-Trainer heißt eigentlich nichts anderes, als meine Funktion als Trainer außerhalb des Monroe-Instituts Workshops anzubieten. Ah, okay. Ich bin also lizenziert vom Institut seit 2009 und gebe sowohl Institut-eigene Programme als auch Hemisync-Programme, die ich selber zusammengestellt habe, die ich eben aus meinem Erfahrungsschatz dann für gut befinde und meinen Teilnehmern nahebringe, weil das Monroe-Institut in der Hauptsache ganze Wochen anbietet. Und nicht jeder Mensch hat eben Zeit, sich eine ganze Woche auszuklinken, nach Virginia zu fliegen oder auch selbst in Deutschland eine ganze Woche jetzt mal eben ein Retreat zu machen. Und so biete ich den Möglichkeiten, Erfahrungen nach der Monroe-Methode auch an langen Wochenenden und auch manchmal kurzen Wochenenden zu haben. Mhm, wunderbar. Und Erfahrungen, außerkörperliche Erfahrungen, das ist ein spannendes Thema. Du hast eben schon mal kurz angesprochen, oder Kommunikation mit dem Jenseits war auch dabei. Das sind natürlich super spannende Themen. Ist, ich sag mal, Hemisync der Schlüssel dazu, zu diesen Sachen? Hemisync ist vielleicht nicht der Schlüssel zu den Erfahrungen, aber Hemisync gibt uns eine wunderbare Voraussetzung, unser Körpergefühl und unsere physischen Sinne so weit herunterzuschrauben, dass wir direkt einen großen Quantensprung machen können in, sag ich mal, die nächste Ebene von Erfahrungen. In der Regel, wenn man ohne Hemisync arbeitet, sind es Prozesse, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und mit Hemisync kann ich mit ganz wenig Training, sage ich mal, innerhalb von Minuten einen Zustand erreichen, der es mir erlaubt, meine Wahrnehmung in nicht physischen Umgebungen zu zentrieren, zu fokussieren und dort mal die Fühler auszustrecken. Wie sieht denn das da aus? Sei es eben in der klassischen außerkörperlichen Erfahrung, in einer physischen Umgebung oder auch in einer nicht physischen Umgebung, wie den Bereich, den wir klassischerweise als Jenseits betiteln, wobei ich kein Freund bin von diesen Stempeln, weil das Ganze sich meiner Erfahrung nach in einer Art Hologramm abspielt, in einer Matrix, die sehr, sehr komplex ist und nicht unbedingt hier ist das hier und da ist das Jenseits, sondern das ist alles sehr eng miteinander verstrickt. Okay, und man hat aber, wenn man mit Hemisync trainiert, wenn man die Programme durchgeht, hat man die Möglichkeit, dort, ich sag mal, Erfahrungen zu sammeln? Oder wie kann ich mir sowas vorstellen? Was passiert in einem Workshop ist, dass die Teilnehmer zunächst natürlich erstmal eine Einführung bekommen in das Thema Hemisync. Was ist das? Was sind die Möglichkeiten? Und was sind vielleicht auch die Limitierungen oder die Grenzen von Hemisync? Und die Geschichte des Monroe-Instituts, die Arbeit von Robert Monroe, die Arbeit der Menschen, die ihn auch inspiriert und beeinflusst haben. Und dann geht es sehr schnell eigentlich auch darum, praktische Erfahrungen zu sammeln. Und klassischerweise üben wir zunächst mal den Fokus 10, von dem ich da eben gesprochen habe. Der Körper schläft, der Geist ist wach. Und von dort auf tut sich dann eine Leiter auf, wo man andere
Bewusstseinsebenen, die jeweils auch Zahlen tragen, was übrigens sehr willkürlich war von Robert Monroe. Fokus 12, das erweiterte Bewusstsein. Fokus 15, der Raum ohne Zeit. Fokus 21, die Brücke zu nicht-physischen Umgebungen. Fokus 27, der Park, ein Teil des Jenseits. Und so geht das auf dieser Leiter oder wenn man vielleicht möchte, auf, ja, ich sehe es nicht so sehr als Leiter. Das gibt immer die Illusion, dass eine niedrige Zahl vielleicht nicht so gut ist wie eine höhere Zahl oder dass man weiter ist, wenn man mit einer höheren Zahl konfrontiert ist. Ich sehe das eher als eine Art Radio und ich kann an dem Knöpfchen drehen, je nachdem, was meine Präferenz ist. Der eine mag lieber Jazz, der andere mag lieber Talk Radio und der dritte mag vielleicht Hip-Hop und da versuche ich mich dann so ein bisschen einzutun. Es ist aber so, dass man diese Zustände der Reihe nach lernen sollte, um dann wieder schnell dort rein zu gelangen. Oder sind Nein, es gibt ein in der Methode klassischerweise schon diese Sequenz, dass man sagt, wir üben uns erstmal in Fokus 10 und dann gehen wir in Fokus 12 und dann geht es weiter. Das ist aber nicht unbedingt Voraussetzung. Ich gehe also auch ganz schnell in einigen Seminaren vom Fokus 10 zum Fokus 21, weil dort vielleicht die Bereiche, die anderen Bewusstseinsebenen nicht interessieren von der Thematik her. Und das ist auch kein Problem. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man verschiedene Bewusstseinsebenen voneinander differenzieren kann, dann kann man sich dort Anker setzen und auch ohne Hemisync mit einer sogenannten Einatemzugtechnik andocken und dann ist man praktisch da. Das ist schön, Hemisync, es gibt uns eine Möglichkeit oder es gibt unserem Gehirn die Möglichkeit, einen bestimmten Zustand zu erleben. Und wenn das Gehirn diesen Zustand erlebt hat, dann gibt es Techniken, dem Gehirn zu sagen, dort kannst du jederzeit wieder hingehen. Okay. Ich persönlich arbeite zum Beispiel außerhalb meiner Workshops überhaupt nicht mit Hemisync oder sehr, sehr selten, muss ich sagen. Okay. Weil ich nicht immer 30 oder 45 Minuten Zeit habe, um so eine komplette Übung zu durchlaufen und weil ich es mir eben angewöhnt habe, mit der Einatmentechnik ganz gezielt in verschiedene Zustände mich reinzuzoomen, um dort eben Erfahrungen zu machen oder Informationen zu ziehen oder Dinge in meinem Leben zu ändern. Okay. Darf ich mal was nochmal zu diesen Erfahrungen? Kann man sich das dann wie eine Vision vorstellen oder welche Kanäle sind dort offen, dass man welche Informationen empfängt? Wir unterscheiden zwischen den sogenannten physischen Sinnen, das ist das Sehen, Hören, Fühlen, was haben wir noch? Schmecken, Riechen, ja, Tasten. Und das, und die, bei den nicht physischen Sinnen ist es so, unser Gehirn dient als ja, Festplatte, als Übersetzungsprogramm, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Wenn wir in den Fokus 10 gehen und unser Körpergefühl ausschalten, dann sind unsere Sinne so in sich zusammengezogen, dass wir nicht unbedingt über unsere physischen Sinne wahrnehmen, sondern über unsere nicht physischen Sinne, die allgemeinhin bekannt sind als hell sehen, hell fühlen, intuitives Wissen. Und jeder Mensch hat da einen anderen Zugang, erfahrungsgemäß. Und es gilt erstmal für sich herauszufinden, was bin ich eigentlich für ein Wahrnehmungstyp? Habe ich eher visuelle Wahrnehmung oder geht das bei mir vielleicht über kinästhetische, sprich körperliche Wahrnehmungen, die zunächst natürlich nicht physisch an mich herankommen, mein Gehirn aber das Ganze auf eine physische Ebene dann bringt und übersetzt. Um mal ein Beispiel dafür zu geben, wenn ich zum Beispiel Jenseitskontakte mache, dann geht das bei mir über die Haut. Mein Gehirn nimmt etwas wahr und die Festplatte im Gehirn übersetzt das mit den Möglichkeiten, die sie hat. Denn jeder Mensch hat nur ein gewisses Vokabular zur Verfügung für diesen Übersetzungsapparat. Und dann macht sich das bei mir zunächst über die Haut bemerkbar und dann ganz schnell über intuitives Wissen. Manchmal ist es auch mit visuellen Eindrücken verbunden. Es ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, will ich nicht sagen, aber die Herausforderung für viele Menschen. Denn unser physisches Umfeld wird in erster Linie über die Augen wahrgenommen von uns, insofern unsere Augen gesund sind. Mhm. Das ist etwa 80% unserer Wahrnehmung geht über die Augen. Wenn wir die Augen schließen, dann erwarten wir trotzdem geistige Bilder zu sehen. Und das funktioniert nicht unbedingt so. Das ist eine Konditionierung, die wir vielleicht auch
lernen müssen, so ein bisschen beiseite zu legen, um uns für andere Wahrnehmungskanäle zu öffnen und die eben auch zu akzeptieren und damit zu arbeiten. Es ist eine Komposition aus Wahrnehmungen, wie so eine kleine Symphonie, die man dann für sich, jeder in seinem Prozess, dann deuten muss. Mhm. Schön beschrieben. Nochmal die Frage, was man damit alles machen kann. Wir hatten schon die Jenseitskommunikation, Erfahrungen machen. Du hast vorhin mal kurz das Thema Manifestierung angesprochen. Das ist natürlich auch mal sehr interessant. Muster auflösen, Heilungsprozess anstoßen. Ist das auch ein Thema, was man mit Themen machen kann? Ja, sicherlich. Also Manifestation oder Manifestierung von äußerlichen Umständen, nenne ich es jetzt mal, ist natürlich ein sehr prägnantes Thema, insbesondere seit Bärbel Moors Bestellung beim Universum oder The Secret, ist weltweit thematisiert worden. Allerdings kratzt das meines Erachtens nach immer noch so ein bisschen an der Oberfläche. Es gibt sicherlich einige Lehrer, die da in die Tiefe gehen, aber die haben leider nie so den Durchbruch geschafft und die breite Masse angesprochen, weil natürlich auch die breite Masse gerne so einen Quickfix möchte. Am besten einfach und schnell, viel Geld, ein Ferrari und ein schönes Haus, aber so wirklich mit dem Prozess möchte sich keiner beschäftigen. Und für mich ist immer so, der Weg ist das Ziel. Ja. Und in diesem Prozess erlaube ich mir natürlich auch zu lernen und Erfahrungen zu machen, die erstmal wieder zu integrieren, um dann eine neue Plattform zu haben, von der aus ich neue Erfahrungen mache. Und so funktioniert es auch im Thema Manifestierung oder Manifestation. Mhm. Ich habe einen Workshop, in dem es mit der Hilfe von Hemisync darum geht, einen ganz spezifischen oder insbesondere zwei ganz spezifische Bewusstseinszustände anzusteuern, die sich sehr gut für diesen Prozess eignen. Warum? Man muss es erfahren. Hat Robert Monroe das immer ausgedrückt, durch Erfahrung erlange ich Wissen. Ja. Immer eine Sache, ich kann viel erzählen, aber ich sage zu meinen Teilnehmern, glaubt mir nicht, sondern kommt und macht diese Erfahrung, denn dann wisst ihr für euch, wie es geht, dass es geht und was möglich ist. Aber prinzipiell geht es darum, in nicht physischen Umgebungen, in denen eine weniger dichte Umgebung zu finden ist, Wünsche an der richtigen Stelle zu platzieren und auch in eine bestimmte Form zu bringen, um sie dann später loszulassen, damit sie durch die Vielschichtigkeit der Matrix ihren Weg in unsere physische Realität finden und hier zum Blühen kommen, sage ich jetzt. Okay. Einige Punkte sind, die man immer beachten muss, zum Beispiel Resonanz ist ein großes Thema. Mhm. Wie bin ich selber drauf? Was für eine Energie sende ich aus? Warum sende ich diese Art von Energie aus? Da ist oftmals auch ein bisschen Vorarbeit gefordert, weil jeder Mensch mit Ängsten zu tun hat, die vielleicht erstmal losgelassen betrachtet werden wollen oder losgelassen werden wollen oder auch sonstigen emotionalen Blockaden, die dem eigenen Erfolgsgedanken so ein bisschen im Weg stehen. Mhm. Das ist Teil des Prozesses. Und dann eben auch die gezielte Arbeit in den Bewusstseinszuständen. Wie gehe ich daran? Wie forme ich einen Wunsch? Ist dieser Wunsch authentisch oder ist es ein Wunsch, der auf Gier beruht oder auf dem oberflächlichen Wunsch, einfach nur reich zu sein und Geld aus dem Fenster zu schmeißen? Okay, da muss ich jetzt mal fragen, wenn man das so unterscheidet, woran erkennt man denn, dass ein Wunsch authentisch ist? Auch dafür gibt es einen Prozess, der in meinen Workshops auch mit Unterstützung von Hemisync durchgeführt wird, dem ich mich wirklich in diesen Wunsch reinfühle und mich frage, was wäre, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht? Und in so einem sehr tiefen meditativen Zustand bekomme ich auch sehr schnell Antworten, die ich vielleicht im Wachbewusstsein nicht in der Form bekommen würde. Okay. Ich kann also in dem Prozess auch sehr viel über mich selber lernen, über meine Absichten generell, was wiederum hilfreich ist, um mein Leben in eine vielleicht erfolgreichere, zufriedenere Bahn zu leiten. Okay, aber bevor man solche Wünsche definieren kann, ist es wichtig, du hast vorhin auch gesprochen, neben der Authentizität eventuell Ängste oder alle möglichen anderen Einflüsse erstmal abzuarbeiten. Weil das ist immer die Frage, was sich die meisten Leute stellen.
wenn das alles funktioniert, ja, wieso, wie du vorhin gesagt hast, wieso fährt nicht jeder Ferrari, wieso funktioniert bei vielen Leuten das Leben nicht ganz so, wie sie sich es vorstellen. Dafür scheint es ja einen Grund zu geben. Ja, meines Erachtens ist der Grund tatsächlich, weil die Menschen sich gar nicht wirklich bewusst sind, was sie tatsächlich brauchen zum Glücklichsein, weil ihre Definition von Glück durch Medien geprägt ist oder durch Filme, durch, ja, durch äußere Einflüsse. Und ich muss, glaube ich, erstmal wirklich für mich herausfinden, was ist für mich tatsächlich Glück und wie fühlt sich das an, wie könnte sich das anfühlen? Und oftmals stellt sich dann ganz schnell heraus, dass vielleicht der Ferrari gar nicht zum Programm gehört. Wobei das nicht ausgeschlossen ist. Ich habe auch Teilnehmer, die tatsächlich den authentischen Wunsch haben, ein ganz bestimmtes Auto zu besitzen und zu manifestieren. Und es kommt wirklich darauf an, ja, was ist die treibende Kraft hinter diesem Wunsch? Und wenn das ein authentischer Wunsch ist, dann kann der auch recht schnell in Erfüllung gehen. Okay. Ist es für so eine Erfüllung wichtig, das länger zu trainieren oder reicht einmal, ich sag mal, dieser Manifestationsprozess, wenn der authentisch ist? Unsere größte Hürde sind unsere Glaubenssätze, die wir haben. Dass Erfolg schwierig sein muss und dass so ein Prozess nicht schnell gehen kann. Und damit habe ich am Anfang genauso zu kämpfen gehabt und auch immer noch wieder mal. Ne? Wie jeder andere Mensch oder die meisten Menschen sicherlich auch. Wenn man so einen Workshop mitgemacht hat, sieht man, dass es Techniken und Werkzeuge gibt, die man sehr gezielt einsetzen kann. Und wenn man sich selbst nicht im Weg steht und zu dem Punkt gelangt und sagt, okay, ich kann das akzeptieren, dass das tatsächlich einfach ist, dann geht das sehr schnell, muss ich sagen. Ich kann das auch gerne mal an einem Beispiel sagen. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, mein erstes Buch, über meine Arbeit als Reiseleiter damals. Das habe ich sehr halbherzig verfasst. Und weil ich dummerweise Leuten erzählt habe, oh, ich schreibe gerade ein Buch, haben die immer wieder nachgehakt, was ist denn mit dem Buch? Und dann musste ich es natürlich fertig schreiben. Ich habe es dann hinterher selbst verlegt über Amazon als E-Buch und habe dem keine Beachtung geschenkt. Es hat sich verkauft, muss ich sagen, erstaunlicherweise, aber auch nur so tröppelweise. Aber als der erste Scheck kam von Amazon, habe ich gedacht, wow, es gibt tatsächlich Leute, die lesen das. Und dann bin ich in mich gegangen und gesagt, was kann ich denn jetzt tun, um dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu fördern, um das der breiten Masse zugänglich zu machen. Und dann habe ich meine eigenen Techniken, die ich selber gelernt habe am Monroe-Institut, angewendet und habe diesen für mich authentischen Wunsch eben losgelassen, der besagte, ich möchte diese Arbeit, die ich mir gemacht habe, jetzt tatsächlich auch vielen Menschen zugänglich machen, ohne dass ich da unbedingt monetären Gewinn im Vordergrund hatte. Und das habe den Wunsch abgeschickt und nach einigen Monaten bin ich bei Amazon auf der Frontseite gelandet als bestes Sommerbuch 2012 und das war wie ein kleiner Lottogewinn. Oh, okay. So kann das funktionieren. Mhm. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Mich fragen, welches Buch, das war über Reiseleiter, jetzt nicht über Hemisync, ja? Das war. Ist nicht über Hemisync, nein, das sind Anekdoten und Hintergründe über meine jetzt sehr limitierte Tätigkeit als Reiseleiter, weil ich habe viele Jahre auch mehr Reisen begleitet, als ich das heute tue und da sind natürlich auch ein paar sehr spannende Sachen passiert. Absolut, wunderbar. Und heutzutage gibst du Hemisync-Trainings in Europa, auch in Amerika, glaube ich, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, sowohl als auch. Ich komme zwei oder in diesem Jahr sogar dreimal auch nach Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz, um dort Wochenend-Workshops zu geben, die entweder von Donnerstag bis Sonntag, von Freitag bis Sonntag oder manchmal auch nur Samstag, Sonntag dauern, je nachdem, was die Thematik ist und wie das Interesse auch ist. Und in den USA mache ich das ähnlich. Wunderbar. Du hast gerade nochmal Thematik genannt. Was ist auf solchen Seminaren? Mit welcher Erwartungshaltung gehen die Leute dorthin? Wie kann man sich das vorstellen? Die Erwartungshaltungen sind so verschieden wie die Menschen auch. Und deshalb ist mein Job zunächst einmal, diese Erwartungen so ein bisschen in den Hintergrund fließen zu lassen und den Leuten erstmal eine Vorstellung zu geben, wie ist das wirklich? Ne? Viele Menschen haben einfach komplett überzogene Erwartungen
Und andere wiederum haben sehr realistische Erwartungen. Das ist sehr, sehr weitfächig. Das Schöne ist, dass man innerhalb so einer Gruppe tatsächlich auch 9 andere Leute bei sich hat. Meistens mache ich meine Workshops mit maximal 10 Leuten, außer bei Manifestationen. Da gehe ich auch in etwas größere Gruppen, weil die Energie einfach auch stärker ist dann. Aber ansonsten sind das sehr kleine Gruppen, die sehr, sehr intensiv miteinander arbeiten und dementsprechend auch einen Erfahrungsaustausch untereinander erleben. Wunderbar. Vielleicht nochmal was zu den Programmen vom Monroe-Institut. Mir persönlich fällt sofort Gateway Experience ein. Kannst du vielleicht da nochmal ein bisschen einen Einblick geben, welche Sachen es gibt, für was man das alles verwenden kann? Und ich glaube, das ist, was die meisten Leute wirklich interessiert, was kann ich damit machen? So. Ja, das Gateway-Programm des Monroe-Instituts ist das Kernstück, das Herzstück, sage ich mal, das Robert Monroe in den 70er Jahren entwickelt hat und das heute auch noch in seiner originalen Form am Institut selber und auch in Deutschland von meinem Kollegen Thomas Hasenberger einmal im Jahr oder manchmal zweimal im Jahr angeboten wird in deutscher Sprache, hier im Institut in Virginia natürlich nur in Englisch. Und dort lernt man ganz spezifisch 4 verschiedene Bewusstseinsebenen kennen über 5,5 Tage hinweg. Jeden Tag werden etwa 5 Meditationen im Schnitt gemacht, die vorbereitet werden und auch nachbereitet in Gesprächen. Und man lernt auch die praktische Anwendung dann kennen. Zum Beispiel eignet sich der Fokus 10 im praktischen Leben für eine Tiefenentspannung auch, die sehr zügig gehen kann. Da kann man innerhalb von 30 Minuten 4 Stunden Schlaf aufholen, sage ich mal. Das mache ich sehr viel, weil ich sehr viel fliege und unterwegs bin. Meinen Jetlag damit in den Griff bekomme, den Fokus 12, das erweiterte Bewusstsein zur Kommunikation mit, ja, wie immer das, man das für sich definieren möchte, unseren geistigen Helfern, unserem höheren Selbst, je nachdem, was man selbst dafür einen Bezug zu hat, oder dann eben auch zu Kontakten zu Verstorbenen oder einfach zur Entdeckung von nicht-physischen Umgebungen, die uns im normalen Wachbewusstsein in der Regel verschlossen bleiben. Das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Also wie der Name auch schon sagt, Gateway Experience, kann ich auch nochmal sagen. Also ich glaube, die Möglichkeiten, die da drin stecken, sind, wie du gerade schon gesagt hast, fast unbegrenzt. Das definiert wahrscheinlich jeder über sich selber, welche Sachen er wahrnimmt und wie er das Ganze einstuft. Aber wie gesagt, ist auch meine Erfahrung, dass neben diesen Bewusstseinszuständen tun sich jedes Mal andere Türen auf. Also das ist, was ich so ein bisschen da mitnehmen konnte. Und also du hast eben schon sehr viele Sachen angesprochen, die man damit machen kann. Sind diese Programme auch ganz bewusst jetzt dafür gemacht, dass man zum Beispiel seine Glaubensmuster auflöst oder du hast vorhin die Manifestation angesprochen, dass man solche Sachen machen kann oder ist das für das individuelle Sachen? Nein, das ist tatsächlich so, dass es Programme gibt, die genau definiert sind. Das Gateway-Programm ist so ein bisschen das Einsteigerprogramm am Monroe-Institut. So wie bei mir das klassische Einsteigerprogramm wäre, außerkörperliche Erfahrungen und Wahrnehmungen, wo man erstmal einen generellen Überblick und die ersten Erfahrungen machen kann. Was heißt eigentlich Außerkörperlichkeit und wie definiere ich das? Und was gibt es da für richtige und vielleicht falsche Herangehensweisen auch? Ne? Aber Manifestation wird am Monroe-Institut auch unterrichtet, basierend auf der Arbeit von Dr. Joe Gallenberger, der eine Koryphäe auf dem Gebiet der, dieses ganzen Themas ist. Und der hat eine eigene Hemisync-Serie entwickelt, zusammen mit dem Institut und das wird dort in einem 5-tägigen Programm halt auch ausprobiert. Und da kann jeder diese spezifische Erfahrung machen und natürlich auch Arbeit in nicht-physischen Umgebung, gerade auch was jenseitige Erfahrungen angeht. Und die oftmals auch einen Service-Gedanken haben, wie das berühmte Lifeline-Programm des Monroe-Instituts, wo es darum geht, Menschen in ihrem Übergang behilflich zu sein vom physischen Leben in das nicht-physische Leben, verschiedenen Stationen. Mhm. Aber jedes Programm trägt eine gewisse Absicht, das heißt aber nicht, dass unbedingt jeder Teilnehmer
auch genau dieses Programm erlebt in der Form. Denn ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz wichtig ist, wenn ich plötzlich merke, da tut sich was abseits des Themas für mich, dass ich dann tatsächlich das Programm beiseite lasse und meiner eigenen Intuition folge. Und das vermittle ich meinen Teilnehmern auch immer so, denn da passieren dann meistens die schönsten Sachen. Du hast vorhin gesagt, das Ganze soll mehr auch als eine Stütze angesehen werden. Und du hast gerade auch schon selber beschrieben, dass man, nachdem man das Ganze mal erfahren und trainiert hat, sehr schnell wieder in diese Zustände reinkommt. Also man muss sich jetzt nicht immer, wie du gesagt hast, eine Stunde lang Zeit nehmen, mit Kopfhörern irgendwo hinsetzen und da eine Tiefenmeditation aufbauen, sondern man kann diese Sachen dann auch im Leben praktischer anwenden. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin selber so ein kleiner Schwerenöter in der Hinsicht gewesen. Ich habe Glaubensmuster mit mir getragen über viele Jahre, die mir einfach diesen Zugang nicht erlaubt haben. Weil ich auch, das kann doch gar nicht sein, dass man das aus dem Wachbewusstsein so schnell erreichen kann. Mhm. Für manche Leute ist es einfach, diese Glaubensmuster abzulegen und gehen zu lassen. Anderen wie mir fällt das ein bisschen schwerer. Aber auch dafür gibt es Ansätze und Lösungen. Heute, wenn ich nochmal anfangen könnte, würde ich da natürlich sehr anders rangehen. Und ich habe den Vorteil, dass ich eben auch diese Erfahrung gemacht habe, eine schwere Nöter, und kann meinem Publikum und meinen Teilnehmern eben auch vermitteln, wie es vielleicht ein bisschen leichter geht. Aber ich bin der Überzeugung, weil ich es eben selber erlebe, dass man auch tatsächlich gleichzeitig sowohl im Wachbewusstsein eine Aufmerksamkeit halten kann, als auch in einem anderen Bewusstseinszustand. Mhm. Und je nachdem, jeder Mensch hat natürlich auch verschiedene Bezugspunkte in nicht-physischen Umgebungen. Der eine fühlt sich mehr vom Jenseits angezogen, der andere vielleicht mehr von Umgebungen, wo anderes Leben ist, sage ich jetzt mal, ohne das Wort Außerirdische jetzt benutzen zu wollen. Aber jeder hat eine andere Resonanz, sage ich mal. Bei mir persönlich ist so mein Steckenpferd ist ein bisschen die Jenseitskommunikation. Und für mich ist es heute so, dass ich wirklich keine Technik mehr brauche, sondern einfach meinen Fokus minimal verschiebe und aber gleichzeitig mit dir reden kann und gleichzeitig auch andere Sachen wahrnehmen kann. Mhm. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Super. Was war deine Motivation, sich mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen? Was hast du dir davon erwartet? Oder ich sag mal auch, wie hat sich dein Leben durch diese ganzen Techniken und Erfahrungen verändert? Das ist eine schöne Frage. Meine Erwartung zunächst war, weil ich mich natürlich mit dem Monroe-Institut als Journalist auseinandergesetzt habe und die Literatur konsumiert habe, die Robert Monroe geschrieben hat. Meine Erwartung war, dass ich eine klassische außerkörperliche Erfahrung haben werde, in der ich erlebe, wie meine Seele oder mein Energiekörper meinen physischen Körper verlässt und ich irgendwo rumlaufen kann, ohne dass mich jemand sieht. Mhm. Und das, genau das ist natürlich nicht passiert. Obwohl man mir das auch vorher nahegelegt hat, diese Erwartungshaltung möglichst abzulegen, habe ich mich da innerlich gegen gesperrt, weil ich genau das wollte. Und das ist halt bei vielen Teilnehmern so, die zum ersten Mal kommen. Die wollen eine ganz bestimmte Sache. In dem Moment, wo sie das Vertrauen finden oder auch sich selbst ein bisschen aus dem Weg gehen und sagen, okay, ich gehe mal einen Schritt zurück und lass passieren, was passieren will, dann tun sich da ganz schnell sehr schöne, tiefgreifende Prozesse auf. Und was sich in meinem Leben verändert hat, ist zum einen, ich glaube einfach, dass ich rundum ein viel ausgeglichener, zufriedener, angstfreier Mensch geworden bin, mhm. weil ich weiß, ich bin mehr als mein physischer Körper. Das, den Satz kenne ich aus vielen Hindi-Sync-Programmen. So. Das ist ja auch eine Einstellung, die ganz bewusst vermittelt wird. Also, dass wir wirklich jetzt nicht nur hier in dieser Realität sind, unseren Körper haben, die Dinge, die um uns herum sind, sondern dass es noch mehr gibt. Also ich denke mal, alleine diese Erfahrung einmal zu machen, ist für viele Menschen sehr, sehr bewegend auf jeden Fall. Ja, das ist unglaublich bereichernd. Und das war das große Anliegen von Robert Monroe. Er hat gesagt, es ist mir ganz egal, was für einen religiösen Hintergrund ihr habt oder an wen oder was ihr glaubt. Die einzige Voraussetzung, die ihr mitbringen solltet, ist die Offenheit für den Gedanken, dass du mehr bist als dein physischer Körper. Und alles andere ist dir überlassen.
was mich sehr verbindet mit dem Monroe-Institut, und das habe ich vom ersten Moment an gespürt, ist dieser sichere Raum, in dem mir niemand einen Glauben vermitteln will und mir niemand irgendetwas vorgibt, sondern die Trainer sind so geschult und so erfahren, dass sie jedem Teilnehmer ihren eigenen Raum zur Verfügung stellen und keine Erfahrung diskreditiert wird in irgendeiner Form, sondern ihren Wert behält für den Einzelnen. Und dass es nicht darum geht, einen Glauben zu vermitteln, sondern durch direkte Erfahrung eigenes Wissen zu schaffen. Mhm. Wunderbar. Also die Intention vom Monroe-Institut ist wirklich, die Möglichkeit zu schaffen. Also da ist kein bewusstes Ziel dahinter, oder? Da ist kein Dogma dahinter, da steht kein Glauben des Instituts dahinter und es gibt keine Regeln zu befolgen. Es gibt lediglich einen großen Werkzeugkoffer, ein, zwei Trainer, die dabei behilflich sind, diese Werkzeuge den Leuten in die Hand zu geben und zu unterstützen im Prozess. Und es gibt im Englischen einen wunderschönen Ausdruck dafür, to hold space, und einfach den Teilnehmer in seiner Absicht zu begleiten, egal was diese Absicht sein mag. Mhm. Wunderbar. Ich muss sagen, ich finde das Thema extrem spannend. Ist nochmal die Frage, außerhalb des Monroe-Institutes, wird das Ganze irgendwo erforscht oder gibt es da schon, ja, ich sag mal, andere Kenntnisse oder... Mit das meinst du jetzt die Technologie Hemisync als solches oder das ganze Spektrum von Bewusstseinsforschung? Letzteres wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr große Antwort. Ich sag mal, das, was mit Stereo-Kopfhörern und Hemisphären-Synchronisation möglich ist. Ja, es gibt eine sogenannte Professional Division am Monroe-Institut, zu der Individuen gehören, die Hemisync in ihrem Beruf einsetzen. Angefangen von Lehrern oder Schuldirektoren, Krankenhäuser oder einzelne Therapeuten. Da ist eine enorme Bandbreite von Menschen, die, ohne dass sie dafür irgendeine Art von Entlohnung bekommen, Hemisync anwenden und eigene Studien praktisch fahren und diese Erfahrungen dann eben auch mit dem Monroe-Institut teilen. Und das wird einmal im Jahr vorgetragen und da werden neueste Ergebnisse verglichen und neue Inspirationen geschaffen. Aber es findet heute in den USA zumindest schon in vielerlei Hinsicht praktische Anwendung. Ne? Super. Ja, ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, das Ganze ist in, ich sag mal, Europa noch nicht so wirklich angekommen. Also hast du vorhin auch erwähnt, es gibt auch noch nicht alle Programme auf Deutsch, oder? Es ist leider natürlich so, dass wir nur ganz bestimmte Hemisync-Produkte in deutscher Sprache haben momentan. Alles andere ist in Englisch. Wer, sage ich mal, so einen Grundstock an englischen Vokabeln versteht, der kommt da sehr schnell mit. Weil das dann doch nicht so komplex ist und das Vokabular auch sehr repetitiv gehalten ist. Aber so ganz ohne Englisch geht es bei einigen Programmen eben nicht. Aber man muss natürlich auch bedenken, das Monroe-Institut ist eine relativ kleine Institution, ein gemeinnütziges Unternehmen, was sich in der Hauptsache durch Spendengelder finanziert. Zwar kosten die Programme Geld, wenn man sie dort belegt, aber im Vergleich jetzt für USA sind die sehr, sehr günstig. Und man ist auf Spenden angewiesen und das erlaubt natürlich auch nur ein gewisses Agieren dann. Ne? Denn weltweit gibt es Trainer und jedes Programm in jede Sprache der Welt zu übersetzen, das wäre ein enormer, nicht nur Kostenaufwand, sondern auch Zeitaufwand. Und peu à peu geschieht das, aber braucht ein bisschen Zeit. Wunderbar. Super. Welche Programme gibt es jetzt schon auf Deutsch für alle Leute, die jetzt ein bisschen Interesse gefunden haben, die sagen, ich möchte mich mal damit beschäftigen? Wo fängt man da an bei sowas? Also generell finde ich immer einen ganz guten Einstieg, so ein Wochenend-Workshop. Da gibt es bei mir das klassische Outreach-Programm, nennt sich das. Outreach Excursion ist der englische Titel. Ich nenne es außerkörperliche Wahrnehmungen und Erfahrungen mit Hemisync, weil sonst würde es niemand verstehen, was da passiert. Und das ist komplett in deutscher Sprache. Meine anderen Programme werden in deutscher Sprache moderiert und geführt. Allerdings sind einige der Aufnahmen dann in Englisch. Ansonsten gibt es
wir haben insgesamt 4 Kollegen in Deutschland und einer davon ist der Thomas Hasenberger, der auch ganze Wochen unterrichtet. Und der hat 2 Programme, das ist das klassische Gateway Experience Programm, was über 5,5 Tage läuft in deutscher Sprache, und das darauf aufbauende Lifeline Programm, das auch inzwischen in deutscher Sprache existiert. Wunderbar. Und nach so einer, ich sag mal, Erfahrung oder nach einem so einem Seminar hat man dann die Möglichkeit, über euch die Programme zu beziehen und das Ganze dann selber noch weiter zu trainieren, oder wie sieht sowas aus? Ich persönlich halte es so, dass ich grundsätzlich meinen Teilnehmern nichts verkaufe. Ich sehe mich als Facilitator, ich sehe mich als, ja, als Trainer der Methode, aber ich habe keine Produktpalette, die ich da anbiete. Okay. Man kann natürlich über den Handel, und das geht über Amazon, iTunes oder auch Webseiten, HemiSync beziehen, wobei ich meinen Teilnehmern immer ganz deutlich sage, weniger ist mehr. Ne? Okay. Viele Menschen tendieren einfach dazu, aus ihrer anfänglichen Begeisterung heraus dann 20, 30 HemiSync-CDs oder MP3s runterzuladen und glauben, sie haben da einen wahren Schatz. Aber wie mit jedem Werkzeug kann man sich natürlich von Werkzeugen auch abhängig machen. Und das ist meines Erachtens nicht Sinn der Sache, sondern ich motiviere meine Teilnehmer immer dazu, geht auch ohne Krücken los, ne, und versucht es möglichst bald. Okay. Weil es ganz schön ist, ab und zu mal die Kopfhörer aufzusetzen. Ich hab bestimmte Übungen, die mache ich sehr gerne, und da genieße ich das dann einfach. Kann ich nur bestätigen, was du gerade sagst. Also für mich war damals auch nach der ersten Erfahrung, wie gesagt, habe ich das ganze Gateway-Programm und noch ein paar andere Sachen geholt und habe da wirklich jede freie Minute genutzt, um, ich sag mal, noch in andere Zustände reinzukommen, da noch Erfahrungen zu machen. Es ist aber auch die Frage, bei der klassischen Meditation ist es ja immer so, dass man im Hier und Jetzt bleiben soll, nicht unbedingt in andere Welten fliegen soll oder sich mit irgendwas beschäftigen. Ist das so ein bisschen ein Widerspruch zur klassischen Meditation, oder kann man HemiSync überhaupt als Meditation bezeichnen? Oder wie? Ja, wenn man sich die Definition von Meditation anschaut, dann findet man ganz schnell heraus, dass es darum tatsächlich um einen Prozess geht, der sowohl aktiv als auch eher passiv sein kann. Und unter dem Schirm Meditation ist prinzipiell alles möglich. Und ich bin kein Freund von Urteilen in der Hinsicht. Ich denke, das eine ergänzt das andere. Man kann sehr schön in Stille sitzen, und ich finde, das ist eine wunderbare Sache. Das mache ich auch sehr gerne. Aber man kann auch sehr aktiv meditieren und auf die Weise Erfahrungen machen. Wunderbar. Ich kann auch aus meiner Erfahrung nochmal sagen, nachdem man sich mit den Programmen beschäftigt hat, wie du schon gesagt hast, findet man so ein bisschen seine eigenen Tools heraus. Also ich habe heute Programme, die fasse ich gar nicht an, die machen keinen Spaß. Und es gibt andere, da freue ich mich richtig drauf. Also das sind so meine, wie du vorhin gesagt hast, so kleine Anker. Also wenn es mir nicht so gut geht oder so, ich weiß immer, meine HemiSync-Programme gibt es, die holen mich da wieder raus oder die helfen mir wieder auf die Beine. Und also von daher kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, dass es wirklich eine Bereicherung ist. Und für viele Menschen, die wahrscheinlich auch, ich sag mal, mit klassischen Meditation oder mit den ersten Versuchen, ja, nicht so erfolgreich waren, wenn man das so definieren kann, werden hier wahrscheinlich sehr begeistert sein. Also von daher kann ich das Ganze gerne nur empfehlen. Und ich fand es auch super, dass wir dich dabei haben. Vielen Dank. Wie gesagt, das Thema Meditation ist so groß, ja, aber wie gesagt, für mich besonders ist HemiSync davon ein essentieller Teil geworden. Und vielen Dank, Oliver. Du hast schon erwähnt, du gibst Seminare in Deutschland, Österreich, Schweiz, Amerika auch. Also wenn man sich für dich und deine Arbeit weiter interessiert, findet man dich wahrscheinlich im Internet oder wo? Ja. Ich habe die Webseite monroeinstitut.de oder beweg-grund.de. Ja. Wir leiten beide auf die gleiche Seite und da kann man über mich und über die Programme einiges erfahren. Super, wunderbar. Oliver, vielen, vielen Dank. Das war sehr inspirierend und für mich vor allem mal sehr interessant, mit einem Experten zu reden, was das Thema angeht. Und vielen Dank, und ich wünsche dir weiterhin mit deiner ganzen Arbeit noch weiterhin viel Spaß und Erfolg. Ja, danke gleichfalls. Viel Spaß mit eurem Projekt. Danke.